Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 und herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute eine Hängebrücke. Ich habe heute ein ganz besonderes Commentary vorbereitet und zwar: Habt ihr einen besonderen Tick? Habt ihr ein Hobby, was ihr gerne sammelt? Habt ihr irgendwas Besonderes zu Hause? Das ist jetzt mal die Frage, die ich euch stellen wollte. Zum Beispiel eine Briefmarkensammlung, eine Pokémon-Kartensammlung, eine Yu-Gi-Oh!-Kartensammlung. Besitzt du vielleicht die Götterkarten von Yu-Gi-Oh!, die echten? Oder besitzt du Mangas? Sammelst du Comics? Hast du eine Leidenschaft für irgendwas? Schreib mal in die Kommentare, dann kann ich jetzt auch mal loslegen, mit was ich eigentlich so, was mich eigentlich so interessiert. Also mein Hobby ist ja ein bisschen komisch, aber ich denke, ja, es gibt ja kein perfektes Hobby. Also ich habe so einen Tick, ich sammle Gold und ich sammle Silber. Jetzt denken natürlich die meisten, was, Gold, Silber? Der Typ ist doch stinkreich. Ja, eben nicht. Na, was glaubt ihr, was eine Silbermünze kostet? Ja, 13,90 € oder so. Jetzt nur noch. 13,90 € für 31 Gramm. Ja, und ich sammle das Zeug einfach. Ist einfach schön. Mir macht das Spaß. Und ja, es gibt ja Leute, die sammeln Euro-Münzen. Ich sammle Silber und ich sammle Gold. Natürlich, wenn ich mir Gold kaufe, natürlich nur kleine Münzen. Ne? Und es ist einfach was Tolles, finde ich. Und ich finde Sammler sowieso cool. Also ich finde das cool. Ich schaue mir gerne von anderen Leuten Briefmarkensammlungen an. Das ist toll. Das interessiert mich. Das erzählt er mir ja. Ja, guck mal, Flo. Das hier ist die blablabla Briefmarke. Die kommt aus Amerika. Das ist was ganz Interessantes. Ich kenne einen, der hat Telefonkarten. Das haben wir diese Plastiktelefonkarten. Vom Aussterben bedroht sind diese Karten, ne? Also, in der Zukunft, denkt ihr wirklich, dass es noch Telefonkarten gibt? Nee. Das, irgendwann mal haben wir unsere Geldkarte in unserer Hand drin. Ne? Pokémon-Karten kenne ich jetzt gerade keinen mehr. Yu-Gi-Oh! Klar, kenne ich natürlich ein paar, die das sammeln. Hab's auch gesammelt. Finde das jetzt nicht mehr so, interessant, weil ich irgendwann mal gemerkt habe, ja, dass es nichts bringt, ne? Es ist ja eigentlich nichts wert. Da wird die Karte zum Beispiel, die Karte Eiskalter Drache mit eiskaltem Blick hier, wie viel? Wird die angeboten? 5 € oder so? Aber die ist es doch gar nicht wert. Die ist es doch gar nicht wert. Ne? Als ich meine Yu-Gi-Oh! Karten loswerden wollte, keiner wollte sie. Aha, jetzt habe ich es, glaube ich, geschafft, oder? Naja, was sammelst du auf jeden Fall? Schreib's mal in die Kommentare, wenn du das Video siehst, bin ich ja wahrscheinlich schon auf der Berufsschule oder so. Mache ich gerade meine Abschlussprüfung. Also, bin jetzt gerade, hab bald schriftliche Prüfung und dann 2 Monate später praktische Prüfung. Also, richtig kochen und so. Und dann geht's ab. Wegen dem lade ich jetzt zurzeit auch sehr wenig hoch. Bitte hab Verständnis, dass vielleicht nur noch jeden zweiten Tag ein Video kommt. Aber denke mal, das haltet ihr aus. Guck auch bei anderen YouTubern vorbei. Guck mal in meine Subbox rein, da gibt's immer was Gutes. Haut auf jeden Fall rein, wir sehen uns auf jeden Fall und ja, bis dann, bis zum nächsten Mal.